Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Speedbuild. Das habe ich ja schon mal gemacht, beziehungsweise schon zweimal. Einmal, als ich das Haus der Familie Harris gebaut habe und einmal, als ich das Haus von Ivy gebaut habe. Und heute baue ich das neue Haus von Alyssa und Ryan. Das habt ihr ja schon gesehen im neuen Part von Let's Play die Sims 3 Lebensfreude. Ich habe ja die zweite Staffel jetzt angefangen und da dachte ich mir, muss natürlich auch ein neues Haus her. Wir sind ja jetzt umgezogen in die Stadt Evansdale County und ja, da sind viele sehr, sehr coole Häuser, aber ich wollte natürlich auch was Eigenes bauen. Und ja, ihr habt das ja wie gesagt schon im letzten Part gesehen. Den verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox, dann könnt ihr das da auch nochmal anschauen. Und ja, ich habe mich so ein bisschen an diesen amerikanischen Vorstadthäusern orientiert. Das habe ich auch schon in dem Let's Play gesagt, weil ich das immer sehr, sehr cool finde. Ich mag diese Häuser einfach mega gerne. Ich finde, die sind super schön. Und auch so ein kleiner Traum von mir. Und ja, es ist ein einstöckiges Haus. Also wir haben nicht noch eine Etage darauf, wo man dann halt Räume haben kann, wo eine Treppe dann nach oben führt. Aber ich denke, dieses Haus ist sehr gut ausbaubar. Also wenn da Kinder kommen, was natürlich passieren wird, weil dieses Let's Play rund um Kinderkriegen ist. Ja, da können wir das dann oben noch ausbauen. Hier dachte ich bei diesem Eck, dass es auch noch zum Haus gehören wird, aber habe ich dann hinterher dafür entschieden, dass es eine Garage wird. Und ich sehe gerade im Schnitt, dass ich da noch das Bild ändern muss. Wie beim letzten Mal auch. Ja, manchmal sind dann die... Also ist am Rand dann so ein kleiner schwarzer Rand und das stört mich. Naja, auf jeden Fall habe ich mich für dieses Dach entschieden, weil ich finde, das sieht einfach sehr, sehr cool aus mit diesen kleinen Vorsprüngen oben. Das gefällt mir immer sehr gut. Das musste ich auch erstmal herausfinden, wie man das macht. Ich finde das nämlich gar nicht so einfach. Ich habe mir dann dazu ein paar Videos auf YouTube angesehen und mittlerweile kann ich so Dächer ganz gut machen, finde ich. Also besser als früher zumindest. Früher habe ich immer einfach automatisches Dach gemacht und dachte, ja, passt schon. Ja, hier kommen wir zur Qual der Wahl der Fenster. Ich hasse das. Ich hasse es, die Fenster auszuwählen, weil ich mich nie entscheiden kann. Und im Endeffekt sieht es dann doch irgendwie immer gleich aus. Also ist dann doch nichts anderes als vorher. Ja, ich habe eben diese paar einzelnen Fenster und dann oben in der oberen Etage die etwas größeren Fenster, also diese Doppelfenster, aber die sind ja eh in keinem Raum, also bisher noch nicht. Dann ging es an die Wandfarbe, also an die äußere Hauswandfarbe. Und da habe ich mich dann für so ein Beige entschieden. Das ging diesmal ziemlich, ziemlich schnell. Ihr wisst ja, in meinem Spiel werden die Farben immer irgendwie ein bisschen verfälscht. Also wenn ich sage, es soll komplett weiß sein, sieht es trotzdem nicht komplett weiß aus. Und ich finde, das sieht jetzt auch nicht komplett beige aus. Und wenn man das weiter weg anschaut oder auf Bildern, sieht es einfach grau aus. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden. Diesmal habe ich es ein bisschen anders gemacht. Normalerweise mache ich ja immer erst den Innenraum, aber jetzt habe ich erstmal den Vorgarten noch gemacht. Ja, da hatte ich so ein bestimmtes Bild im Kopf, was ich ungefähr haben möchte. Hier habe ich das erstmal so provisorisch gemacht mit dem Weiß, aber fand es dann doch ganz cool und habe das dann komplett überall hingemacht. Weil ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ist zwar extrem, also weil es so super hell ist, aber irgendwie mag ich das. Und daher wird gleich nochmal fünfmal was verändert, weil jetzt erstmal noch der Zaun kommt und den muss ich dann nochmal verändern, weil ich gemerkt habe, dass man da kein Tor ransetzen kann, wenn das direkt so am Rand ist. Deswegen muss ich den Zaun dann nochmal komplett verändern, aber das seht ihr alles gleich. Dieses Haus hat nicht nur den Vorgarten, sondern auch ja, einen Rückgarten, also ein Backyard, wie die Amerikaner das sagen. Oh toll, jetzt ist ein Bild weg. Moment. So, jetzt kann auch ich wieder etwas sehen. Das Bild ist wieder da. Ihr werdet von dem Ganzen gar nichts mitbekommen haben, weil ich es schon wieder geändert habe. Aber ich konnte gerade nichts sehen. So, da habe ich dann gemerkt, dass ich da eben kein Tor hinmachen kann, wenn der Zaun so nah am Rand steht. Das fand ich dann aber doch uncool, dass da dann so eine Kante drin ist. Deswegen habe ich den Zaun einfach nochmal komplett eine Reihe verschoben. Und ich wollte, dass es ein bisschen weicher aussieht. Deswegen habe ich die Ecken so... Wie nennt man das? Diagonal gemacht, weil, keine Ahnung, ich fand das einfach cooler. Und hier habe ich dann nur so einen kleinen Weg gemacht. Jetzt im Nachhinein fällt mir auf, ich könnte dann noch diese kleinen Zäune, die ich auch da dort hinten am Haus habe, dran bauen. Weil ich glaube, das sieht ja cooler aus. Obwohl, mit den Büschen sieht das schon ganz cool aus, ne? Und dann wollte ich Büsche in der gleichen Größe haben, deswegen habe ich dann mal geschaut, ob die alle gleich groß sind. Dann habe ich mich hier an den kleinen Garten gemacht. Da wollte ich einfach so ein paar Blumen hinmachen. Da bin ich super schlecht drin. In diesem Blumen arrangieren. Kann ich gar nicht. Ich weiß nicht wieso, aber weil es sieht bei mir immer komisch aus.
Ihr werdet sehen, dass es wieder mal nicht das beste, der beste Vorgarten geworden ist. Aber egal. Ich finde es ganz hübsch und deswegen habe ich es dann so gelassen. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit den bunten Blumen, aber ich mag Blumen und ich mag es bunt. Deswegen ist das doch gar nicht so schlimm, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was dran gemacht habe. Ich habe dann überlegt, ob ich da ein kleines Teilchen machen soll, aber habe mich dann doch nur für den Baum entschieden. Und den finde ich ganz schön. Also, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Den habe ich dann so ein bisschen mit der Mülltonne arrangiert. Und vors Haus sollte natürlich auch noch was. Ich habe es auch schon in meinem Let's Play gesagt, dass es, ich finde, da könnte gut so ein Basketballkorb hin oder so. Aber den muss man im Store kaufen. Deswegen muss ich da mal schauen, ob ich den hole oder nicht. Und oder ich mache da halt eine Tischtennisplatte hin. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob das zu eng ist. Aber ich glaube, eine Tischtennisplatte holen wir auf jeden Fall noch. Und wenn wir sie in den Garten stellen. Aber das ist mir definitiv noch zu leer da. Deswegen muss ich da nochmal schauen, was ich da noch hinbaue. Jetzt mache ich mich an den Garten hinten. Da kommt der gleiche Zaun hin. Und da ist schon wieder ein Bild verschwunden. Okay, Moment. Wow, das läuft ja echt wie geschmiert hier. Ja, das ist auch immer der Punkt, wenn manchmal in Let's Plays auf einmal die Bilder bei euch schwarz sind. Ich kann da nichts für, weil manchmal löscht mein Programm einfach die Dateien, beziehungsweise löscht nicht die Dateien, sondern nur das Bild. Das ist total merkwürdig. Der Ton ist ja auch noch da, nur das Bild wird gelöscht. Falls ihr einen Tipp dafür habt... ob man da irgendwas gegen tun kann, ich schneide mit Sony Vegas, dann wäre ich euch sehr dankbar, weil es nervt wirklich sehr, vor allem, weil man sich Mühe gibt mit dem Schnitt und dann das Video rendert und ich schaue meine Videos halt nicht danach nochmal komplett an, weil ich mich einfach nicht so gerne selber höre und sich ein 20-Minuten-Let's-Play von einem anzuhören, ist irgendwie uncool, wenn man es vorher eh schon gehört hat, weil man es ja geschnitten hat und sich das nochmal anschaut zur Kontrolle, das nervt einfach. Und man hört es ja auch noch, während man es filmt. So, ne? Man weiß ja, was passiert. Ist ja nicht so, als wenn es eine Überraschung ist. Außer beim Lebensfreude-Let's Play, als ich das geschnitten habe, fand ich das alles nochmal ganz toll, weil es waren so viele Eindrücke auf einmal, während ich das gefilmt habe. Und dann ja, war das sehr aufregend. Ich freue mich schon, wenn wir gleich zur Inneneinrichtung kommen, weil diesen Part finde ich immer ziemlich langweilig, so wie ich die Wände auswähle. Vor allem nämlich immer irgendwie das Gleiche. Hinterher sieht alles gleich aus, finde ich. Aber... Naja, ihr wollt das immer alles sehen, deswegen schneide ich das auch alles rein. Das wäre ja auch uncool, wenn auf einmal das fertige Haus da stehen würde. Ne? Oder seht ihr das anders? Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber es nervt mich halt bei den Wandfarben, dass die nicht so wiedergegeben werden, wie sie eigentlich sind. Weil das wäre nicht nämlich cool, wenn ich da mal so richtig geile Farben machen könnte. Aber es ist nicht so, wie ich möchte. Außer im Schlafzimmer, da finde ich die Farbe mega geil. Ich ändere die gleich nochmal, also... Ich habe jetzt erst so ein krasses Türkis, glaube ich, gehabt. Und dann wird es noch ein bisschen dunkler hinterher. Hier wollte ich diese Lichter einbauen, die man dann hinterher nicht mehr sieht. Falls ihr das nicht kennt, dann müsst ihr einfach Testing Cheats Enabled True eingeben. Und dann gebt ihr By Debug ein. Habt ihr gerade gesehen, wie ich das eingegeben habe. Und dann habt ihr so eine Auswahl an Sachen, die man eigentlich im Spiel nicht kaufen kann. Das sind so Sachen wie... Kassen zum Beispiel für diese Läden und alles und eben diese Lampen und Fische und Samen und keine Ahnung, so ganz viele verschiedene Sachen könnt ihr da einfach auf einmal kaufen. Ups, wie von Zauberei, keine Ahnung. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt mal die momentane Wandfarbe, die wird aber gleich ein bisschen dunkler. Wenn ihr das Let's Play gesehen habt, dann ist das ganz schön. Apropos, ich könnte gleich mal gucken, wie weit das ist, denn das lädt gerade hoch. Nebenbei. Und ich wollte in diesem Zimmer dunkle Möbel haben, weil ich finde den Kontrast mit der Wandfarbe mega cool. Und da das Zimmer so relativ hell ist, weil es viele Fenster hat, passte das dann auch mit den dunklen Möbeln. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mal so ein Zimmer habe. Da habe ich wieder diesen obercoolen Kleiderschrank eingebaut, weil ich finde den einfach Hammer. Ich finde den einfach cool. Und habe den so ein bisschen arrangiert. Also, wie oft habe ich schon arrangiert in diesem Speedbild gesagt? Kann ich bitte aufhören? Also ich habe den jetzt in weiß gemacht mit nur diesen dunklen Akzenten und dem Blau. Blau ist, glaube ich, auch ein bisschen mit drin. Weil ich dachte, sonst wäre das ein bisschen zu viel. Hier habe ich geschaut, ob ich doch nicht ein paar andere Vorhänge nehme. Habe mich dann aber umentschieden und habe die gleichen Vorhänge benutzt, die schon dort hängen. Oh, ich sitze wieder unbequem. Gut, wir haben gleich die Hälfte geschafft. Oh, was passiert hier? Es war auf einmal alles schwarz. Was passiert jetzt? Hier habe ich noch so ein paar Nachttischlampen hingestellt, weil ich finde, es gibt keinen Nachttisch ohne Nachttischlampen.
Die Pflanze mag ich auch sehr gerne. Die ist Kosten-Content. Die Blume ist auch Kosten-Content. Ich weiß, ich habe so viel Kosten-Content. Aber ich liebe das einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist ohne Kosten-Content. Weil das ist einfach wundervoll. Und ich habe wieder dieses Bild eingebaut, weil ich finde das einfach sehr schön. Das mit dem Baum. Hier mache ich mich dann an das Schlafzimmer, Badezimmer. Also das Schlafzimmer, Badezimmer. Das Badezimmer im Schlafzimmer. Und ich habe wieder kein Bild, also Moment. Und es geht weiter. Ich weiß, es nervt. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. ja, das Badezimmer ist super schlicht geworden. Aber ich mag es irgendwie nicht, so Badezimmer einzurichten, weil, ja, was soll man da Besonderes machen? Ne? Deswegen ist es so geworden. Jedes andere Badezimmer. Eigentlich ist es die ganze Wohnung geworden, wie jeder andere. Aber man hat halt so seinen eigenen Stil und den verfolgt man dann auch mit ein paar Abwägungen. Malte hat gerade gerülpst. Entschuldigung. Ja, was wollte ich noch erzählen? Keine Ahnung. Es ist natürlich ein bisschen auf den Charakter von Alyssa und Brian abgestimmt, dass es so ein bisschen Gamer-mäßig ist. Aber eigentlich merkt man das nur im Wohnzimmer und im Flur. Vielleicht werde ich noch ein bisschen mehr Abwandlung machen. Hier habe ich mich dann an die Küche gemacht. Das war ein großer Kampf, wie ihr vielleicht gleich sehen werdet. Aber ich habe es am Ende doch noch geschafft. Und habe nur noch einen einsam stehenden Kühlschrank, der einfach so allein steht. Aber mich stört es im Nachhinein jetzt gar nicht mehr. Nur während des Bauens hat es mich gestört. Es könnte sein, dass einige von euch stören wird. Kann ich nicht wissen. Hier habe ich dann diese Abzugshaube von der anderen Küche genommen, weil ich das cool mit Abzugshaube. Das ist ja bei Sims 4 immer dabei. Bei Sims 3 war leider nicht. Ich glaube, ich bin auf Instagram. Habe ich eben ein neues Bild hochgeladen. Ich habe nämlich momentan voll Spaß an Instagram, weil ich habe so eine neue Bearbeitungs-App und jetzt habe ich so ein bisschen meinen eigenen Stil gefunden bei Instagram. Also falls ihr mir da folgen wollt, ich heiße dort ninzi_xx. Wie auf allen anderen Plattformen auch. Also ihr könnt mir auch auf Snapchat folgen oder auf Twitter, auf Tumblr. Auf Tumblr heiße ich aber anders, da heiße ich ToSimfinity and Beyond TSAB, glaube ich. Aber das ist alles in der Infobox verlinkt, also da könnt ihr immer vorbeischauen. Ich habe übrigens so ein Simblr auf Tumblr, also wo ich einfach so Sachen rund um Sims 3 und Sims 4 poste. Ups. Aber da bin ich momentan nicht so aktiv, also lohnt sich nicht so, mir da zu folgen. Wow, beste YouTuberin ever. Ich promote nicht meine Social-Media-Kanäle. Ist ja krass. Naja, aber es lohnt sich, mir auf Instagram zu folgen, das sag ich. Und auf Twitter auch, Snapchat auch. Snapchat bin ich am aktivsten. Genau. Aktivsten. Hier habe ich Stress mit dem Tisch. Das war wirklich ein wilder Kampf. Und es hat mich sehr viele Nerven gekostet. 500 Mal umentschieden. Nichts hat mir gepasst. Und im Endeffekt habe ich doch das genommen, was ich ganz am Anfang hatte. Aber naja, so ist das, wenn man ein Haus baut. Aua. Wie lange haben wir denn noch hier, hä? Könnt ihr mir das mal sagen? Wow. Noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten reden. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, so viel zu reden? Selbst für mich, obwohl ich den ganzen Tag rede. Aber eigentlich fällt es mir erstaunlicherweise leicht. Und das ist wirklich erschreckend. Dass ich 20 Minuten am Stück durchlabern kann. Eine aus meiner Klasse hat letztens gesagt, dass sie bei mir... Hä? Alter, dass sie sich bei mir voll gut so Kommentatorin vorstellen könnte. So Fußballkommentatorin. Weil ich immer meinen Senf dazu gebe. Aber ich kann da nichts für. Hier seht ihr meinen Stress mit dem Kühlschrank. Ich weiß nicht, ich habe immer eine Meinung zu allem und die möchte ich gern loswerden. Tut mir sehr leid. Aber ich glaube, deswegen schaut ihr ja meine Videos. Ach, und Ryan und Alyssa haben eine Fritteuse bekommen, weil die sind ja nicht so der Fan von Kochen. Und die Fritteuse ist super. Die ist aus dem Store. Und damit kann man alle möglichen Sachen frittieren und das ist echt richtig super. Wirklich. Mag ich voll gerne. Ich mag ja solche Sachen, solche kleinen Extras. Ich liebe ja diese ganzen Rezepte und so. Ich freue mich über neue Rezepte bei Sims. Wie bekloppt bin ich. Aber ich finde das awesome. Ich finde das wirklich cool. Hier habe ich ein bisschen die Küche so detaillierter gestaltet, weil das mag ich immer in der Küche. Ja. Gibt es irgendwie nichts Besonderes mehr zu sagen. Da habe ich mich dann ans Wohnzimmer gemacht. Wie gefällt euch eigentlich die Raumaufteilung? Findet ihr die cool oder eher nicht so? Beim Wohnzimmer war ich mir nicht sicher, wie ich das hinstellen soll mit dem Sofa und so. Und ich wollte so eine coole Couch. Da habe ich überlegt, ob ich den großen Fernseher nehmen soll.
weil es passt ja irgendwie zu denen. Aber der kostet 20.000 Simoleons, deswegen habe ich es dann doch nicht gemacht. Weil das Haus kostet nämlich schon 58 Simoleons. Und ich glaube, fertig kostete es 100.000 oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber wir werden es ja am Ende sehen. Ich kann gerade nicht mehr sprechen. Ich muss erstmal was trinken. Hallo? Ich habe denen noch so ein Spielautomat dahingestellt, weil das passt halt einfach. Und hier habe ich wieder Stress mit einem Schreibtisch. Ich weiß, ich bin so aufmüpfig immer, ne? Ich habe Stress mit jedem. Keine Angst für, wenn die Möbel immer nicht so wollen, wie ich will und es dann immer so dumm flackert. Das könnte so cool sein, aber nein, dann flackert das. Seht ihr das da? Das da? In der Ecke? Wahrscheinlich habt ihr es jetzt nicht gesehen und denkt euch so, Nina, was ist dein Problem? Ja, ich hatte ein riesiges Problem. Aber im Endeffekt ist es dann doch ganz cool geworden. Ja. Irgendwie benutze ich immer diese Schreibtischkombination. Aber ich finde die einfach cool. Die habe ich in einem alten Harris House auch benutzt. Da hatte ich das ja so unter der Treppe, wisst ihr noch? Und ich habe schon wieder kein Bild. Wuhu! Here we go again. Wundervoll. Es geht weiter. Was wollte ich gerade sagen? I don't know. Hier habe ich dann nochmal so eine Virtual Reality Brille hingestellt. Das ist ja echt der Wahnsinn. Ne? Sims war ja so viel vor diesem ganzen Oculus Rift und sowas. Weil die gab es ja schon immer, diese Brille. Wisst ihr, was ich meine? Die da liegt neben dem Computer. Die gibt es ja jetzt auch in echt. Voll cool. Ich möchte das auch mal ausprobieren. Aber es ist leider sehr teuer. Den Schreibtisch habe ich dann auch noch so ein bisschen so gestaltet, dass es auch zu Alyssa passt und nicht nur für Ryan seinen Arbeitsplatz so darstellt. Guter Deutsch, Nina, guter Deutsch. Mir ist gerade noch eingefallen, ich wollte euch noch was sagen. Und zwar habe ich eine neue Lieblings-YouTuberin. Ich liebe ihre Videos einfach. Ich habe fast alle durchgesuchtet innerhalb von ein paar Tagen. Ich habe zwei. Ich möchte eine Simmerin vorstellen und eine normale. Beziehungsweise die muss ich nicht vorstellen, weil die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und zwar gucke ich super gerne die Videos von Jodi Calusi. Sagt man das so? Ich glaube schon. Oh mein Gott, die ist so awesome. Weil die ist so, die hat so einen anderen Blick auf die Welt und das finde ich immer gut. Das finde ich immer super, weil ich bin genauso. Ich habe auch einen anderen Blick auf die Welt. Deswegen denken auch viele Menschen, ich bin komisch. Vielleicht bin ich auch komisch, aber ich finde, komisch sein ist cool. Und auf jeden Fall finde ich ihre Vlogs richtig, richtig cool, weil die eben auch anders sind. Und sie interessante Gesprächsthemen hat und sowas. Und dann wollte ich euch noch eine Simmerin vorstellen. Wie heißt sie denn nochmal? El Naduru oder sowas? Ich glaube schon. Und sie macht eben auch Sims-Videos und nicht nur Sims 4-Videos, sondern hauptsächlich auch Sims 3-Videos. Und das finde ich super, super cool. Und ich habe sie auch erst vor ein paar Tagen entdeckt, ganz viele Videos von ihr geguckt. Und ich verlinke sie euch auf jeden Fall in der Infobox. Und falls ihr Jodi noch nicht kennt, dann verlinke ich sie euch auch in der Infobox. Und schaut auf jeden Fall bei beiden vorbei, weil super coole Leute. Wirklich super coole Leute. Sehr empfehlenswert. Und ich finde, YouTuber sollten sich gegenseitig unterstützen. Und wenn man was cool findet, dann soll man seine Freude teilen. Und hier dachte ich, wäre das cool, wenn wir da so Bücherregale hinstellen. Das flackert ein bisschen, aber macht ihr nicht, seht ihr? Da flackert das. Naja, wahrscheinlich werden sich noch viele Leute darüber beschweren, dass es nervt, aber... Ja, ich wollte das halt so. Ich wollte halt einen coolen Eingangsbereich. Hier habe ich dann noch so ein paar Parkplätze gemacht. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich glaube, ich habe noch einen Pool gebaut, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe noch einen Pool gebaut. Und hier stelle ich noch einen Grill dahin, damit wir Fleisch grillen können. Und einen Pizzaofen, weil Pizzaofen ist awesome. Und jetzt gibt es den Pool noch. Der soll so ein bisschen rund sein. Ausnahmsweise mal nicht ganz so groß wie sonst immer. Hier habe ich wieder ein bisschen Stress mit dem Pool. Und dann ist der Pool auch schon fertig. Beziehungsweise es gab noch eine Leiter und eine Spring... wie nennt man das nochmal? Springbrett. Sprungbrett. Und das ist es. Das ist unser fertiges Haus. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am besten gefällt und was ihr nicht so toll findet. Beziehungsweise schreibt mir am besten gar nicht, was ihr nicht so toll findet, weil ich bin stolz auf das Haus. Nein, und wenn ihr es nachbaut, dann schickt mir auf jeden Fall gerne Bilder. Und ich versuche, das auch endlich mal online zu stellen. Ich habe mir jetzt auch so einen Account gemacht, da auf diesem Sims 3-Dingsbums.
Und vielleicht kann ich es da hochladen. Wenn ich es schaffe, dann findet ihr einen Link in der Infobox. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.